Gleich 17 Uhr, dann gibt's wieder TAF, unter anderem mit diesen Themen. Linking. Das und noch mehr gibt's gleich bei uns. Bis gleich. Bis gleich. Es ist ein tragischer Todesfall, der heute die ganze Welt erschüttert. Linkin Park-Sänger Chester Bennington wurde gestern Morgen tot in seinem Haus aufgefunden. Ja, der Sänger war verheiratet und hinterlässt 6 Kinder. Die Hintergründe dazu jetzt. Ja, für alle, die akut Hilfe benötigen, haben wir Hotlines und Infos zu Beratungsstellen auf unserer TAF-Facebook-Seite für Sie zusammengestellt. So, anderes Thema. Eines der beliebtesten Ziele deutscher Urlauber blickt auf eine Nacht des Schreckens zurück. 2 Tote und über 120 Verletzte. Ja, die verheerende Bilanz eines Erdbebens, das gestern Nacht die Insel Kos erschüttert hat. Wie deutsche Urlauber die Katastrophe erlebt haben, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, die einen tun es im Sitzen, die anderen tun es im Liegen und die ganz Mutigen, die mit dem Kopf voran. Die Rede ist natürlich von Wasserrutschen. Selbstverständlich, wie kann man es verfehlen? Ich war eher der Typ übrigens hinten in die Ritze, um schneller zu werden, falls es interessiert. Aber Fakt ist ja, gar nicht so einfach, dieses Wasserrutschen. Da kann einiges schiefgehen. Und was, das zeigen wir jetzt. Das ist nichts für dich, hast du gesagt. Oh nee, und dieses Darunterfallen, das ist mein Albtraum. Aber macht Spaß, kann ich sagen. So, wir kommen zu 3 Frauen, die haben nämlich einen gemeinsamen Traum. Und zwar wollen die in Amerika so richtig durchstarten. Hayley zum Beispiel, die möchte ins Cheerleading-Team der Footballmannschaft. Ja, Sina versucht, sich als Au-pair durchzuschlagen. Und Victoria, die hat nur ein Ziel, die will die Amis vom deutschen Essen überzeugen. Ob ihr das gelingt, hier ist San Francisco Madness. So, und tolle Menschen findet man logischerweise auch auf Mallorca, genauso wie absolut verrückten Foodkram. Eine Kostprobe gefällig hier, hör mal genau hin. Banane mit Käse überbacken und dazu noch belegt mit Wurst. So rum ist es richtig. Mit Wurst? Mit Wurst. Ja, das ist auf der spanischen Insel gerade anscheinend voll im Trend. Aber da kommt noch mehr. Da ist noch richtig was, weil da isst man auch noch Burger, nur noch mit schwarzer Soße. Das und noch mehr erklärt uns jetzt Georg Stengel und checkt mit uns die Foodtrends. Wurst. Ja, Halle Berry sieht zwar aus wie eine richtige Lady, kann aber trinken wie ein echter Kerl. Das hat sie gestern Abend in San Diego bei der Comic-Con bewiesen. Die ganze Geschichte und noch mehr Promi-News gibt's jetzt im TAF-Klatsch. Und so geht's bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich für Sie. So, vorher können Sie aber noch mal richtig was absahnen, und zwar einen Tagespreis, einen ganz speziellen. Die Frau Gebhardt wird jetzt sogar vorstellen, wie das Ganze funktioniert, nämlich eine Instax-Sofortbildkamera. Und wie das Ganze funktioniert, damit Sie zu Hause auch mit der Kamera umgehen können, haben wir uns überlegt, wir zeigen Ihnen das Ganze jetzt machen mal. Jetzt ganz mal spontan machen wir ein Selfie. Hat wunderbar geklappt. Dazu können Sie noch was abräumen. Und zwar, übrigens, so machen die Stars ihre Fotos. Zumindest steht das hier so. So, obendrauf liegen wir noch 1000 Euro, die bereits am Montag dann auf dem Konto des Gewinners sind. Foto zeigen wir dann gleich. Die Nummer ist 01379446000, Kennwort lautet Star. Oder Sie schicken eine SMS mit Star an 3x4, 3x1. Und heute ist natürlich die letzte Chance, weil es ja unser Tagespreis ist. Macht so Spaß. Ich freue mich auch tierisch. Bis gleich. Bis gleich. Ja, hallo zurück bei TAF hier live aus München. Jetzt gerade im Sommer tummeln sich ja deutschlandweit super viele Leute draußen in der Innenstadt. Und das natürlich zum Leidwesen der Anwohner. Ja, und Köln hatte das Ganze sogar schon richtig krasse Konsequenzen. Warum so viele Nachbarn rund um den Brüsseler Platz so richtig wütend sind, hier die ganze Geschichte. So, bei uns gibt es jetzt wieder richtig was zu gewinnen, nämlich die letzte Chance auf unseren richtig coolen Tagespreis. Darauf legen wir noch 1000 Euro, die bereits am Montag auf dem Konto des Gewinners sind. Wir haben uns da auch schon ein bisschen aufgeregt. Ja, der Oberklopper ist nämlich, Sie kriegen dieses Foto, was wir eben gemacht haben, ob Sie es wollen oder nicht, kriegen Sie dazu. Und was müssen Sie machen? Sie müssen anrufen. 01379446. Telefon, sagen Sie uns dann das Wort Star oder Sie schicken uns eben eine SMS und da schreiben Sie auch das Wort Star rein. Dann drücken wir Ihnen ganz fest die Daumen und der Gewinner. Bestimmt alle nur auf unser Foto. Ja, ich glaube auch. Genau deswegen werden viele jetzt anrufen, weil sie das Bild haben möchten. Unbedingt. So, und wir drücken die Daumen und gleich rufen wir den Gewinner schon an. Also, bis gleich. Dranbleiben. Bis gleich. So, willkommen zurück zu TAF. Ich muss ehrlicherweise sagen, der nächste Trend, der ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich wurde eben schon ganz schräg von rechts angeguckt, als ich das gesagt habe. Hallo, Ibims, der Christian. Klingt jetzt erstmal falsch, für mich ist es auch falsch, aber in der Formgrammatik komplett richtig. Ja, definitiv. Dass das an dir vorbeigegangen ist, versteht, glaube ich, keiner. Was es damit auf sich hat, wir haben uns mit einem unterhalten, der mit Fong berühmt wurde, aber auf Hochdeutsch. Pass genau auf jetzt. Also ich glaube, es hat ihn jetzt keiner erkannt mit der Verkleidung. Oder? Es war super getan, dass du das nicht kennst. Gut, dass er nochmal stand, wenn ich wirklich so heißt. Bilder mit Sprüchen. Ja, ich werde mich gleich mal informieren. Ich gehe zu seiner Lesung. So, vorher müssen wir aber noch bekannt geben, wer denn unser tolles Foto und auch nebenbei mal 1000 Euro gewonnen hat. Stella aus Deggendorf nämlich. Herzlichen Viel Glückwunsch. Spaß damit. Also ein schönes Wochenende. Und Happy Weekend. Genießt es. Macht ganz viele Fotos. Also, bis Tschüss. Montag. Tschüss.